Ah. Ich bin so weit weg. Du mal? Hallo? Ah ja, Ja. du bist mega näher. Bin ich mega näher? Bei mir töne ich auch eher weit. Oder bist du noch weiter weg? Also, es tönt irgendwie anders, wenn ich rede, als wenn du redest, oder? Das ist das Eis. Ha. Bei mir aber nicht. Okay. Ich finde, wir tönen gleich. Gut. Also so. Gleich gut. Gleich gut, sowieso. Ja, und gleich laut ist es, glaube ich, auch so, wie es aussieht. Ja. Okay. Ja. Hoi. Hoi. Schön. Weißt du, also, wir müssen aber irgendwie Wir müssen anders uns anschauen, sitzen. Ja, gell? ist komisch. Du kannst nicht, kannst ja nicht so von und der das ist eben, Seite. Bei uns ist es eben noch live. Richtig. Also, warte. Das ist jetzt Mikrofon 1. Ist jetzt irgendwie so, glaube ich. Ja, weil es führt ja niemand das Gespräch so im Seitenblick. Weißt du? Sagt uns schon wieder mal, was es ausmacht. Face to face. Ja. Richtig. Und darum hast du auch mal so einen Tisch, oder, wo die Leute dann auch mal wirklich so Ja. miteinander reden. Ja. Das ist auch etwas für euch da außen, oder? Wieder mal face to face. Sicher, kennst du die Werbung? Es gibt doch die Werbung, wo irgendjemand fragt nach dem Weg. Und ich kann jetzt nicht mal genau sagen, was das Produkt ist, das beworben wird, aber ich finde die Werbung einfach so krass. Weil es ist wirklich so, das fragt irgendjemand so, ja eben, wo ist da, keine Ahnung, das Bellevue. Und dann nachher fängt die Person irgendwie so an zu zeigen, eben, dann müssen sie dort durchlaufen und da. Und die andere Person schaut einfach so völlig in eine andere Ecke. Und die andere sagt, nein, eben da und so. Und die andere sagt, ja, und nickt affirmativ, aber schaut einfach weg. Und es ist so absurd. Es kommt mir jetzt. Es ist gerade eine Schande, dass man nicht in den Sinn kommt, was für ein Produkt Ich ist. Ja, kann gerade sagen. Nein, wirklich. Aber ich meine, es ist einfach, es ist wie gar nicht mehr ums Produkt gegangen. Geil. Es muss schon etwas mit dem zu tun haben. Vielleicht ist es für eine Sehhilfe oder ich weiß gar nicht so genau. Ja, oder für chronisch desorientierte Menschen. Vielleicht auch das, ja. Ja, das könnte das sein. Oder Zürich ist total kompliziert. Vielleicht ist es. Oder, du meinst nicht Zürich-Tourismus? Ich denke, vielleicht sind es Zürich-Tourismus. Wenn wir jetzt am Zürich-Tourismus da irgendetwas aufschwätzen. Ich weiß nicht. Ich könnte euch ja schreiben. Oh ja. Lieber Zürich-Tourismus. Oder kann irgendjemand auflösen, was das für eine Werbung war? Hey, geil. Serena ja. Hat es wieder mal nicht gebracht. Darum sind zum Glück hier da. Das wäre schön. Aber komm, wir machen gerade ein Ding, oder? Ein Wettbewerb daraus. Oh ja. Was gönnt die Person? Oder was kommt sie über? Die erste. Die erste Person. Oder die letzte. Ja, die erste oder die letzte Person. Bleibst du stehen? Ja, ich weiß nicht, weißt, ich lange sicher nicht deine Technik da an. Aha, es ist jetzt auch deine Technik. Nein, neu. Das hast du uns beigebracht. Scheiße. Ich weiß nicht. Aber du kannst es auch so, einfach mit drüllen, ja. Das ist doch. Und dann kannst du dort den Stuhl super mit hinein. Du hast das Kabel ein bisschen kurz. liege ich da im. Das ist gut, das passt. Ja, wenn ihr würdet sehen, was da alles läuft. Hey, das ist. Das ist sowas von. Das ist wirklich. Braucht es kein Netflix mehr? Aha, nein. Du bei uns schauen. Ja. Ah, stimmt, wir haben ja noch so eine Kamera irgendwo, oder, wo man uns sieht. Also, aber das braucht es sowieso. Also ich meine, live. Schön, dass ihr alle seht, auch was der Christian und ich da so treiben. Dass wir wirklich mit euch, für euch höchste Qualität produzieren. Oder? Ja, also. Ich finde das schön. Jetzt ist aber ziemlich face to face jetzt gerade. Schon findest du, ist unangenehm? Aha, ja, wo willst du denn schauen? Also, kannst du, also warte, du redest mal und ich schaue einfach mal da raus. Okay. Gut, also wir haben ja eigentlich vorhin gesagt, wir wollen noch irgendwie einen Preis erarbeiten, wo die erste oder die letzte Person dann von uns zugestellt überkommt. Mhm. Vielleicht kommt sogar jemand von uns das persönlich vorbeibringen. Das überlegen wir uns noch. Was wäre denn das? Hast denn du Zeit zum Vorbeigehen? Je nachdem, wer es ist. Mhm. Das würde man dann noch schauen. Und das Schöne ist eben, dass du wirklich Zeit hast. Weil du eben einen Job machst, den du gerne machst und auch nicht zu viel von dem machst. Stimmt. Ein gutes Stichwort. Zeit. Ein gutes Stichpunkt. Irgendetwas mit einem Stich. Nein, ich würde sagen... Jassen. Ein Stich? Oh Gott, kannst du jassen? Ja. Ja. Also ich kann vor allem gut schnurren. Okay. Weißt du, nachher. Ja. Das ist ja oft fast wichtiger. Mhm.
Weil ich kann dann nämlich so tun, als hätte ich mega gut gejasst, wenn ich so Sachen sage. Wie, nein, jetzt kannst du nicht so einen Unterzug machen. Hast du nicht verstanden, dass ich die Farbe anziehe? Ah, okay. Aber die Leute, die mit dir gejasst haben, die wissen ja dann, wie du gejasst hast, oder nicht? Ich kann eben nicht jassen. Ah, nicht? Nein, darum frage ich jetzt so. Okay, das ist etwas, was wir noch lernen. Das könnten wir noch lernen. Gut. Ja, jassen wieder mehr. Ja, es ist eben beim Jassen ist wirklich beides. Es ist wie im Leben. Es ist eine Behauptung. Weißt du, einfach mal behaupten, zum sagen, ja, ich habe das einfach gemerkt, weißt du, du hast die Farbe angezogen und so, und dann musst du mit der gehen und so. Warum hast du das gemacht, oder? Ja. Und dann geht es wie überhaupt nicht mehr um das, was war. Aha. Sonst geht es nur ums Blödschnurren. Nur ums Blödschnurren, okay. Ja, und der, der am besten kann, ja, die anderen überzeugen, letztendlich, oder? Ja. Aha, okay, gut. Spannend, ja. Ist gut, ja, ich lerne immer etwas. Cool. Aber du, wegen der Zeit. Ja. Das habe ich vorher recht spannend gefunden. Du hast gesagt, eben, dann hast du wieder mehr Zeit. Oder du hast ja Zeit, du machst einen Job, den du gerne machst. Und den machst du nicht Vollzeit. Schön gesagt. Wie ist jetzt das? Also wie sieht denn das bei dir aus? Wie hast du, was machst du mit deiner Zeit? Was mache ich mit meiner Zeit? Also meine Zeit ist ja auch deine Zeit, oder? Oh ja. Eigentlich. Im Moment besonders. Ja, und uneigentlich auch. Was ich vor allem gemerkt habe, sehr viel, also so in Coachings oder weißt du, so in Sachen in der Schule, wenn Leute da reinkommen und ich frage meistens, wie gut geht's? Das nervt schon langsam. Und ich frage so, wie gut geht's? Und dann kommt meistens so, oh, weißt du, mega Stress und das und das und das. Und das ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Leute gar nicht mehr, sie machen nicht mehr, oft nicht mehr Sachen, weil sie die Sachen gerne machen, sondern weil sie müssen. Mhm. Sie haben einen vollen Terminkalender und sie müssen es erfüllen. Und ich habe es geschafft oder ich arbeite daran und bin auf einem guten Weg, immer mehr wirklich einfach nur noch die Sachen zu machen, die mir Freude machen. Und dann fühlt sich die Zeit ganz anders an. Mhm. Weil so viele Leute erzählen doch immer, ja, weißt du, und jetzt arbeite ich 4 Wochen und nachher habe ich endlich Ferien, oder? Ja. Und das ist für mich ein bisschen wie wenn ich würde sagen, ich gehe joggen. Und das Joggen schießt mich mega an und dann freue ich mich auf die Dusche. Ja. Das ist wieso, warum würdest du denn nicht gerne joggen schon? Und dann noch gerne duschen, ja, oder? Und wieso joggst du denn überhaupt? Weil ich muss. Ja, genau. Weil das Schönheitsideal, das vor... Ja. Hm? Ja. Ja. Und ich meine, ganz abgesehen davon, dass in dem Fall, wenn etwas, also die Quintessenz wahrscheinlich dahinter, etwas, was du machst, weil du es musst machen, hat sowieso viel einen kleineren Impact und Qualität ist wahrscheinlich unterirdisch. Vermutlich. Ja, weil ich kann ja dann als Mensch nicht so dahinterstehen. Ja. Also ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich kann mich ja dann wie nicht, ich kann mich nicht so identifizieren mit dem, was ich mache. Oder ich sehe zum Teil auch nicht mehr, warum mache ich das eigentlich. Ich sehe dann nur noch, ah ja, genau, wegen dieser Lohnabrechnung mache ich es. Ja. Und dann passieren lustigerweise so komische Konstellationen, wie Kinder müssen die ganze Zeit in Kita und ins Ding, weil die Eltern nicht mehr rum sind. Ja. Weil sie etwas machen, was sie nicht gerne machen. Ja. Ja. Und eben darum finde ich das so schön, dass du jetzt in dieser tollen Lage bist, dass du einen Job machst, der dir Freude macht und du kannst tatsächlich noch das Geschenk, das wir noch nicht gesagt haben, was es ist. Das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Genau. Ich kann noch anrufen. Richtig. Genau, dass du das Geschenk kannst vorbeibringen, persönlich. Ja. Selbst wenn es jemand aus Biel ist. Klar. Es wäre auch eine absolut schöne Gelegenheit, wieder mal nach Biel zu reisen. Oder so. Bist du schon mal in Biel gewesen? Mhm. Ah, wirklich? Ich bin schon mal gewesen, aber das ist effektiv auch schon ein Zeitchen her. Und es hat mich immer schon fasziniert, dass es eine bilingue Stadt ist. Bilingue heisst was genau? Zweisprachig. In der Stadt selber reden sie beides? Ja. Ja. Dort ist wie so die Grenze. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kann dort rein in ein Geschäft und kann auf Deutsch oder Französisch? Ja. Bestellen oder reden, ja. Hast du nicht gewusst? Nein. Wirklich? Das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Bilingue heisst einfach... Keine Ahnung, irgendwie, sie redet an gewissen Orten so und an anderen so. Ja. Ja. Könnte ich dann auch
wenn ich im gleichen Satz beides reden würde es auch gehen? Ich denke schon, weil das wäre auf die konsequenteste Weise. Bilang. Das ist literally bilang. Klar. Wie würde das tönen? Du bist ja Sprecherin. Ich bin ja Sprecherin. Mais oui, monsieur, das können wir absolut umsetzen. C'est pas de problème. Aber ich bin keine französische Sprecherin. Ah, okay. Darum, ja, für alle da außen, die französisch reden, Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen schepprig getönt hat. Ich habe es sehr erotisch gefunden. Oh ja, klar. Nein, aber Christian, ich habe noch eine Frage. Mhm. Wann hast denn du, also würdest du sagen, hat es in deinem Leben einen Moment gegeben, wo wie ein Schalter umgelegt worden ist? Also wenn wir jetzt eben, wir haben vorher von der Zeit geredet, oder? Und was wir mit unserer Zeit machen und was Zeit bedeutet. Kannst du in deiner Biografie sagen, wann das passiert ist und wie das passiert ist? Also ein Schalter meinst du im Sinn von, dass sich etwas verändert hat? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist eine herausfordernde Frage, weil ich überlege mir gerade, wenn ob ich schon immer so gelebt habe, überlege ich mir gerade. Weil ich sehe, ah nein, ja, der Schalter. Habe ich gefunden. In meiner Biografie war es dort. Und zwar habe ich mich zusammen mit einer Kollegin, die gesagt hat, also ich habe in der Bank geschafft. Ich habe so ganz normal in der CS geschafft, habe dort irgendwie auf Französisch tatsächlich, an der Directnet Hotline, habe ich dort französische Kunden bedient. Und habe mein Geld verdient, habe irgendwie wollen Journalist werden, bin an der Uni gewesen und habe Publizistikwissenschaften studiert. Habe gemerkt, das ist mir viel zu theoretisch, weil ich habe keine Lust irgendwie auf das. Habe mich dann an der ZHAW beworben und hätte können gehen für Journalismus. Und dann sagt so eine Kollegin zu mir, du, ich mache eine Aufnahmeprüfung für eine Musicalschule in München. Hättest du Lust, mich zu coachen oder mit mir das, weißt, einzustudieren? Und ich so, ja, ich habe immer das schon mega cool gefunden und so. Und dann habe ich das mit ihr gemacht. Und dann war es so, gewesen, dass sie ist krank geworden und ich bin gegangen, weil der Platz ist schon frei gewesen. Nein, erzähl. Krass. Genau. Und dann bin ich auf München. Also du bist nur ganz schnell, einfach schnell, ihr da außen auch. Also du bist wirklich für sie an die Aufnahmeprüfung. Sie war registriert, sie haben alle gewusst, jetzt kommt sie. Ja. Und dann hast du irgendwie gefunden, hey, nein, alles anders, ich. Genau. Wow. Genau. Ich habe dann gefunden, also, ja, es war so wie, gewesen, ja, jetzt habe ich mich auch vorbereitet. Ja, natürlich. Weißt du, jetzt kann auch ich gehen. Jetzt heisse ich halt nicht. Das ist gleich. Ich kann mir da noch einen Namen sagen. Nein. Also ich heisse jetzt nicht, zum Beispiel Chantal, sondern ich heisse jetzt einfach Christian. So genau. Gut. Und bin dort hingegangen. Und ich habe eben bis zu dem Zeitpunkt, ich habe immer Lehrer werden. Ja. Und ich habe aber nach dem Gymi, habe ich die Schnauze so voll gehabt von der Schule, dass ich einfach nie mehr Lehrer werden wollte. Und dann bin ich irgendwie in die Bank. Und eben, das ist so, dort war es so gewesen, Zeit absitzen. Ja. Absitzen, wirklich. Und jedes Mal, einmal im Monat mich freuen, weil wieder 8'000 Stutz auf dem Konto sind. Irgendwie so. Und dann kommt eben der Moment, ich gehe auf das München, oder? Und mache das irgendwie und merke an diesem Tag plötzlich so, boah, krass, da gibt es, nein, komm, da gibt es etwas, wo mir so Freude macht. Wo ich wirklich, ich bin dort, ich bin, glaube ich, wie so ein Honigtopf da gesessen, smiling, also wie zum Radio passend, jawohl. Smiling Christian. Ich habe wirklich das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht rausgebracht und ich bin heimgefahren im Zug und ich habe gesagt, okay, Christian, deine Eltern haben dir immer gesagt, also sie haben mir immer gesagt, lass immer auf dein Herz, der Rest kommt von allein. Mhm. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass sie das so gesagt haben, weil auf dem Rückweg im Zug von München habe ich gesagt, und das ist es, was du machst. Wenn die dich nehmen, schieß auf die ZHW, also sorry, ZHW ist gar nicht gegen euch. Nein, nein. Ist einfach nicht meins, oder? Und ich habe gesagt, und ich komme zurück, und wenn die mich nehmen, ich mache das, weil das mein Herz, eben Zeit statt still, ja. Sprichwörtlich. Wow, hey, ein Hühnerhut-Moment. So schön. Wow, ich glaube, das ist eine riesige Inspiration. Die Geschichte, ich glaube auch, das ist für uns alle oder euch alle auch da draußen eben, uns, wo wir doch auch immer mal wieder
damit konfrontiert sind mit der Frage, wo soll es hingehen, was ist es jetzt? Eben, investiere ich die Zeit, die ich habe? Und wir haben ja alle eine begrenzte Lebenszeit in das, was ich möchte. Ich glaube, das ist ein richtiger Anstoss. Das macht mega Mut. Cool. Danke vielmals für deine ehrlichen Worte. Sehr gerne. Schön. So, jetzt müssen wir noch, oder? Mhm. Das mit dem Geschenk. Genau, jetzt müssen wir das noch auflösen. Ich bin schon ganz aufgelöst. Ah, ja. Ja, aber du siehst immer noch blendend aus. Ah, in deiner Aufgelöstheit. Ah, schön, du bist so charmant. Du also auch. Danke vielmals. Vor dem Albani-Fest. Genau. Ja, Christian, möchtest du... Soll ich irgendein Geschenk... Also komm, wir schenken den Leuten... Also die Person, die zuletzt anruft, und wir meinen wirklich zuletzt, also wir können sagen, wir machen eine Deadline. Richtig. Wir schliessen die Leitungen. Und das weiss jetzt niemand, oder? Ja. Und wir machen eine Deadline und sagen, ab dann ist Schluss und die letzte Person, die anruft, die kommt ein gratis Workshop über an der Speech Academy. Sehr geil. Wow, hey, läutet alle an in der Heavy Rotation, würde ich sagen. Genau. Super. Und find raus, wenn du der Letzte bist. Genau, genau. Und dann musst du natürlich unbedingt nicht vergessen, deinen Namen sagen, deine Telefonnummer und deine Adresse, damit Seraina, ich dir kann dein wohlverdientes Geschenk vorbeibringen. Vielleicht wohnst du ja wirklich in Biel, wer weiß. Läutet noch Bieler an. Genau. Sehr cool. Super. Erste Sendung, grossartig. Mega. Voll improvisiert und absolut perfekt. Ja. Cool. Darf ich jemanden grüssen? Ja, sicher. Also, ich grüße meine Mami, meinen Papi und alle, die mich kennen. Lachen, smiling. Go for it. Super, keep smiling. Smiling Radio auf der Frequenz 99,72. 24/7 für euch da. Geil. Bis bald. Bis bald.